Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Body Personal Training. Wie ihr seht, habe ich gerade geduscht und wir machen heute ganz ein spezielles Video und zwar zum Thema Wickel. Ihr habt euch das so gewünscht und darum habe ich gedacht, machen wir euch den Gefallen. Was vielleicht noch wichtig ist, wenn ihr Mühe habt, um ein bisschen mehr Haut zu sehen, dann ist jetzt der Moment, um wegzuschalten, weil ich muss euch ein bisschen Haut zeigen, damit man den Wickel erklären kann. Der Wickel, den ich heute mache, ist ein Enzymwickel. Das ist ein Enzymschäl. Wir brauchen nie die ganze Dose. Wir haben bei uns im Online-Shop die kleine Version davon. Das ist für Studios. Und dort habt ihr gut 5 bis 6 Anwendungen, die ihr Wickel machen könnt. Dort dazu kommt auch noch eine Thermofolie plus ein Öl, natürlich auch in kleinerer Form, um das Ganze zu versiegeln. Der Gel ist vor allem dazu da, um den Stoffwechsel anzukurbeln, um das Hautbild zu verbessern, Zellulite reduzieren, die Schlacken abtransportieren. So etwas, das, was die Frau halt will. Was man da muss sagen, dass ihr euch das wie so ein bisschen vorstellen könnt, ist, ein Wickel ist eigentlich nichts anderes wie so eine Nährstoffbombe, die man verpackt. Also das heisst, das, was da drin sind, sind eigentlich ganz, ganz viele Nährstoffe, die unser Körper braucht, um eben genau diesen Prozess in Gang zu bringen. Auch was Fettverbrennung anbelangt. Also es hat sehr viel Enzyme da drin und natürlich ätherische Öl und alles Zeug und Sachen. Aber es sind wirklich eigentlich Nährstoffe, die über den Wickel in die Haut gelangen, über die Haut in die Blutbahn und so unseren Körper können unterstützen können. Jetzt, ich habe gedacht, ich zeige euch heute gerade den Oberschenkel und den Bauch, weil dann muss ich nur ein Video machen und ich wüsste gerade wie. Ich denke, auch die meisten von euch werden gerade Oberschenkel und Bauch wickeln, wenn sie schon dran sind. Darum ist es das Einfachste. Jetzt, was ihr braucht, ist sicher der Wickel in der Nähe, die Thermofolie, eine Schere. Und ich habe jetzt hier so Babyfeuchttücher. Ich könnte aber auch einfach die Hände waschen. Also das ist euch überlassen. Für den Wickel liegen wir nachher 40 Minuten her. Ich habe jetzt hier schon Sofa parat gemacht, abdeckt mit einer Wolldecke. Und ich habe noch eine weitere Decke, um mich zuzudecken. Also passt wirklich auf, gerade mir, die so ein helles Sofa haben. Ist sicher nicht optimal, wenn man da mit dem Wickel dran herkommt. Bestenfalls haben wir ja alles so sorgfältig eingewickelt, dass auch nichts rauskommt. Aber man weiss nie, also sind da einfach ein bisschen vorsichtig. Darum alles abdecken. Jetzt, ich würde euch empfehlen, ein BH wie auch ein Höschen anzulegen, das nicht so heikel ist. Ich habe meistens etwas Schwarzes an oder einfach ein bisschen ältere, wo es nicht so drauf ankommt. Und ihr könnt den Gel eigentlich gut auch mit den Händen auftragen. Was man muss sagen, ist, ihr könnt den auch nach dem Duschen auftragen, wie so als Creme. Ich würde einfach wirklich schauen, dass er die Intimzone, wie auch so Achselhöhle und Schleimhäute, weit, weit davon entfernt haltet. Es schmeckt sehr intensiv. Es schmeckt wie, oh mein Gott, wie so eine Verkältungscreme. Ich muss fast niessen. Aber es ist mega angenehm. Und zuerst, wenn ihr es drauf tut, schaut einfach, dass ihr schon geduscht habt. Weil man tut nach dem Wickel Minimum 5 bis 6 Stunden nicht duschen. Weil ihr müsst euch vorstellen, die Nährstoffe sind dann auf der Haut und man will die nicht wieder wegwaschen. Und darum einfach, wenn dann lieber vorher duschen und keine Creme drauf. Weil wir wollen ja keine Barriere, wir wollen direkt den Gel drauf tun. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen das Wichtigste, was ihr wissen müsst. Jetzt, ich starte zuerst mit den Oberschenkeln. Ich tue das Liebli gerade schon da. Ich habe jetzt hier einen Sport-BH an. Ich tue das gerade schon so ein bisschen hier einstopfen, weil ihr werdet nachher sehen, ihr habt ja nachher die ganzen Hände voll. Und darum geht das dann nicht mehr so gut. Jetzt, von diesem Schäl, es kommt halt ein bisschen darauf an, wie gross sind die Körperpartien, die ihr einwickeln wollt. Ich weiss nicht, ob ich es schon erwähnt habe, ihr liegt ja jetzt dann 40 Minuten her. 40 bis 45.
Darum, ich sehe, ich habe hier zum Beispiel den Laptop noch in der Nähe. Oder nehmen wir ein Buch oder ein Heftchen oder den Fernseher in die Nähe oder ein bisschen Musik. Einfach, dass ihr wisst, ich werde jetzt dann 40 bis 45 Minuten liegen und dann einwirken lassen. Also, ich nehme jetzt hier mal eine gute Handvoll und ich kann euch vorstellen, also es sieht jetzt so aus, ich tue das so her, wie wenn ich mich so etwas dicker eingrämen würde. Also es ist wie ein bisschen ein Kleckern beim Eingrämen. Ich tue hier alle Regionen, also ich tue das Gesäß und vor allem auch bei vielen Frauen ist natürlich die Reiterhose und die Innenschenkel immer ein Thema. Ich hoffe, ihr seht das gut. Und darum, wenn ihr da so ein bisschen Problemzonen habt, wo ihr extra ein bisschen wollt, noch so ein bisschen tiefer darauf eingehen, dann nehmt einfach nochmal ein bisschen mehr Schäl und dünkt dort noch extra an. Es kann sein, dass sie jetzt schon so ein bisschen anfängt zu kribbeln und brennen. Der Schäl ist natürlich relativ kalt und darum friert es am Anfang immer ein bisschen. Jetzt gehen wir zum Bauch. Ich nehme hier in beide Hände, tue den ein bisschen verreiben und tue jetzt hier her. Sieht so aus. Eben, und wirklich schauen, dass ihr da nicht in die Intimzone einkommt. Und seht ihr jetzt, ich mache den Rücken eben auch und darum muss das Leibli vor allem weg sein. He? So, also, sieht jetzt so aus. Ich tue ihn schnell mit dem Feuchttuch einfach so ein bisschen die gröbsten Rückstände wegnehmen, dass ich nachher gut kann wickeln. So, jetzt kommt unsere Thermofolie. Ganz wichtig, dass ihr da wirklich eine Thermofolie nehmt und nicht einfach irgendeine Frischhaltefolie. So, schnell den Anfang finden. Wir starten beim rechten Bein. Und zwar beim Knie zu. Jetzt ganz wichtig ist hier, wir probieren wirklich Kompression anzubringen. Also probieren da so eng wie möglich zu wickeln. Also ich nehme jetzt hier einmal Anlauf und wirklich eng. Jetzt, ich muss natürlich sagen, ich habe inzwischen ein bisschen eine Taktik. Darum, wenn ihr ein paar Mal mehr mal rundherum müsst, macht das nichts. Ich zeige euch jetzt einfach meine Taktik. Also ich gehe einmal um den Unterschenkel und jetzt recht steil drauf, sodass ich eigentlich hier beim Innenschenkel schon die ganze Zone drin habe. Also ihr seht, da ist jetzt eigentlich der Innenschenkel schon gemacht. Ich gehe jetzt hinten durch. Ihr seht, es kommt da hinten ein bisschen raus. Das macht gar nichts. Einmal über das Gesäß und über den Bauch. Ich komme jetzt ein bisschen nach oben. Und auch hier über den Bauch. Richtig eng. He? Hinten am Durch. Einfach, dass es sicher keine Lücken hat. Weil hinten sehen wir ja nicht so gut an. Und ich sehe, wenn wir das zweite sind, geht das alles bedeutend besser. Jetzt das zweite Bein. Das ist mühsam. Ihr könnt, wenn ihr wollt, da schon mit der Schere ein bisschen reinschneiden, dass ihr ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit habt. Und von da aus kommen wir jetzt zum zweiten Bein. Da braucht es jetzt nicht mehr so viel. Auch wieder oben durch, hinten durch. Da ist die Gefahr relativ gross, dass jetzt hinten beim Gesäß noch eine Lücke hat. Darum einfach nochmal durch, abreißen. Und gut ist. So, jetzt beim Bauch ruggelt das Ganze immer ein bisschen, das macht aber nichts. Und jetzt müsst ihr euch probieren, da anzuschmeißen. Also, ich mache das immer so. Legt jetzt hier her. Seht, es sieht sexy aus. Und jetzt würdet ihr euch einpacken. Also, ich nehme die Decke, legt die drauf und ich merke jetzt, ich weiß gar nicht, oh, wenn ich da so herkomme,
Ihr merkt jetzt, es wird schon recht heiß. Also das wird... Es kann ein bisschen beissen, es kann so ein bisschen kribbeln. Es wird richtig heiß drunter. Also ich sehe auch, sobald ihr die Folie drauf tun, ich muss euch schnell ein bisschen in die Nähe holen. Vielleicht seht ihr das schon. Das wird hier schon rot. Ja? Seht ihr, wie das arbeitet? Und das ist ja auch... Oh mein Gott! Das, was wir wollen. Ich sehe, ich habe nur schon heiß im Gesicht. Ich tue jetzt hier nochmal anrügeln, dass hier alles fest verpackt ist. Da könnt ihr auch ein Liebchen nachher drüber tun, dass ihr wirklich genug warm habt. Und jetzt tue ich hier in meiner Folie das einwirken lassen, wie gesagt, 40-50 Minuten. Und verschreckt nicht, wenn ihr sonst am Körper Flecken bekommt, so rote Flecken. Wenn es beißt, ich kann euch jetzt zeigen, zum Beispiel, ich bin hier mit dem Unterarm hergekommen. Und auch da fängt es dann halt gerade an zu arbeiten. Aber es ist nichts Schlimmes. He? Es ist wirklich nichts Schlimmes. Das gibt es einfach, das geht auch wieder weg. Also macht euch keine Gedanken. Ich lasse jetzt das einwirken und zeige euch nachher, wie wir den Wickel wieder wegnehmen. So, es ist jetzt eine gute Stunde sogar rum. Und ihr seht, ich weiß nicht, ob man es sieht, es hat geschafft da drunter. Ich stehe jetzt einmal auf und ich sage euch jetzt schon, das jetzt wird beissen. Und es kann auch, es kann alles, aber es kann ganz sicher beissen. Jetzt zeige ich euch das. Dass ihr das best. Uiuiui. Dass ihr das. Heieiei. Ah, bestmöglich gesehen, würde ich sagen. Ich muss da schnell ein Stativ bauen. So, also. Wir haben ja, wie gesagt, Chair. Jetzt hier oben. Ihr könnt nachher alles aufschneiden. Ich werde es euch schnell zeigen. Dadurch, dass ich es jetzt etwas zu lange drauf gehangen habe, kann es sein, dass man da gar nicht mehr so viel sieht. Aber doch, ich sehe es schon. He? Aber das kann wirklich knutschrot sein und es ist alles okay. He? Also, ihr könnt von unten wie von oben arbeiten. Ich bin da drunter ganz nass. He? Da seht ihr wirklich, wie ihr das arbeitet. Schneide hier alles auf. So. Einmal das eine Bein durch ab. Sind wirklich vorsichtig da, he? So, und jetzt kommt der Moment, wo es richtig kalt werden kann. Ich habe euch ja gesagt, der Wickel ist stoffwechselaktiv. Und das passiert, darum passieren so viele Sachen. Und das kann wirklich sein, dass ihr richtig Hühnerhaut bekommt. So, jetzt natürlich auch hier schauen, dass ihr niemand dran kommt. So, also es sieht jetzt momentan so aus. Sehen wir es da beim Bein vielleicht auch, den Unterschied? Ich bin halt relativ braun, darum sieht man nicht so viel. Also Leute, die vielleicht eine hellere Hautfarbe haben wie ich, die sehen das echt noch viel mehr. So, also. Jetzt, ich habe euch ja gesagt, ihr könnt das auch nach dem Duschen auftragen. Darum könnt ihr jetzt das einfach so ein bisschen verreiben. Es kommt ein bisschen darauf an, was ihr nachher für Kleider anlegt. Weil ich kann euch sagen, wenn ihr jetzt irgendwelche Sportsachen anlegt, dann kommen ihr fast Krisen über. Weil vom Material her, das fängt so richtig an beissen. So, also ich muss jetzt sagen, ich friere heute nicht so fest. Ein bisschen, aber nicht so fest. Und jetzt haben wir das Öl. Das Öl ist das, was alles versiegelt. Ich muss sagen, ich habe jetzt hier natürlich ein bisschen eine grosse Flasche verwischt, wie wir all die Studiogrössen haben. Also ich hoffe, es gibt nicht ein grosses Puff. Und... Oh mein Gott. So. Es gibt doch noch Ärger. So. Also, ich habe jetzt hier genug genommen. Ich tue jetzt das gerade auf die Beine und den Bauch und es schmeckt so fein. Ich weiss nicht,
ob die einen von euch regelmässig in die Sauna gehen. Aber es schmeckt wie so eine Bergsauna. Es ist so gut. So, also. Ich tue jetzt hier alles einreiben. Und durch das Öl wird es nochmal richtig warm. So, passet auf, vielleicht die, die meine Story schon gesehen haben. Schmiert euch das Zeug nicht ins Gesicht. Sonst habt ihr nachher wirklich ein heißes Gesicht. Nicht, ob man es sieht. Momentan so aus. Ich hole euch nochmal ein bisschen näher. So, also. Da sehe ich. Ich finde immer beim Knie sieht man so ein bisschen den grössten Unterschied. So. Jetzt lege ich mich hier dran. Kontraindikationen. Ganz sicher schwanger. Und ich würde auch stillend den Wickel nicht machen. Er wird ja so ein bisschen heiss. Es gibt noch einen Wickel, den ich noch ein bisschen am Überlegen bin, ob wir den bei uns reinnehmen. Ist nämlich ein Wickel, der kalt arbeitet. Wo ein bisschen besser ist bei Besenreisser und Krampfadern. Ich könnte aber eigentlich auch den verwenden, aber der Kühl wäre ein bisschen besser. Dann, ja, wenn ihr natürlich allergische Reaktionen darauf habt. Also ich muss sagen, es gibt Tage, wo ich den Wickel nicht so gut vertrage, wo er wie einfach zu stark ist. Wenn ich so ein bisschen vom Stoffwechsel her, nein, kann ich sagen, so ein bisschen, etwa die geht es mir zu fest auf den Stoffwechsel, vielleicht müsste ich es so sagen. Und es wird mir wirklich trümmelig und so ein bisschen schlecht. Dann verträgt er ihn halt nicht so gut und es gibt Tage, wo er ihn fast nicht merkt. Es kann auch sein, dass er einmal richtig rot und heiß wird und ein anderes Mal einfach nicht so. Es kann es auch geben, dass er beißt und das andere Mal nicht. Also ist völlig normal. Genau, und jetzt so im Nachhinein würde ich euch einfach raten, wie gesagt, nicht duschen oder nicht in den nächsten 5-6 Stunden. Tut euch einölen mit dem Öl, das macht wirklich noch mal sehr viel aus. Und gibt es sonst noch zu sagen? Eben, legt wirklich Kleider an, die jetzt bequem sind. Also irgendwelche lucky Trainerhosen oder Pyjama-Hosen, Stoffhosen, irgendetwas in diese Richtung. Aber nichts so etwas, wo noch mehr könnt anfangen zu beissen. Hey, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir bitte einen Daumen nach oben, dass ich weiss, dass ich mehr so Sachen machen soll oder euch mehr soll erklären, mitnehmen, was auch immer. Ich darf auch mega gerne Fragen stellen da unten. Und wie gesagt, wir haben das Paket, das ich jetzt mit euch gemacht habe, im Online-Shop. Wir werden vielleicht auch noch mehr drin. Wir haben noch ein Lymphschäl drin, das ist vor allem bei Wassereinlagerungen. Das sind jetzt eigentlich so ein bisschen die zwei Produkte in die Richtung, die wir haben. Bei uns vor Ort machen wir noch mehr Sachen, also wir haben noch andere Wickel, eben gerade auch so ein bisschen bei Wassereinlagerungen, mit Koffein, auch Algen, die sehr gut ist bei Zellulite. Ja, wenn ihr Fragen habt, dann fragt einfach. Und ich möchte einfach nochmal betonen, dass der Wickel allein nicht alles ausmacht. Also es ist wirklich der Sport, es ist der grösste Teil der Ernährung, es ist die Entspannung, also dass ihr euch schaut. Und dann kommt der Wickel. Okay? Also tönt euch nicht irgendwie vorstellen, wow, der Wickel ist jetzt das Ziel von, oder die Lösung für all meine Probleme, das wird es nicht sein. Aber es ist wie ein Einpünktchen. Ich könnte einfach noch so ein bisschen etwas rausholen. Ich habe wirklich Kundinnen gesehen und das ist auch der Grund, wieso sich der Wickel bei mir im Sortiment anbietet, wo nochmal wirklich etwas rausholen und eine mega Verbesserung gesehen haben. Und darum bin ich ein Fan davon. Aber ich will einfach, dass ihr wisst, ihr könnt nicht alles andere vernachlässigen und einfach nur den Wickel machen. Also, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich habe genug lang geschwätzt jetzt. Und wir hören uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch eine ganz gute Zeit. Tschüss!